Schule aus in Lohr am Main. Und jetzt? Was machen junge Leute wie Katrin und Luise hier mit einem freien Nachmittag? Schwierig, also sehr schwierig. Also man kann sich an Main setzen zum Beispiel oder sich einen Döner holen. Es gab mal einen Minigolfplatz, aber der wurde jetzt auch geschlossen. Ja, meistens gehen wir dann irgendwie gemeinsam zum Rewe und was zu essen und dann setzt man sich irgendwo auf eine Bank und quatscht. Na dann zur Bank. Die beim Rewe ist Loas beliebteste. Hanna und Nina schätzen den Tisch und man kommt schnell an Snacks und Getränke. Aber ich habe eine Winterjacke, eine Skijacke und mir ist trotzdem kalt. Es ist nicht sehr entspannt hier zu sitzen, aber wo soll man hin? Ja, wohin? Lohr hat Fachwerkromantik, malerische Gassen und Touristen. Aber es scheint, dass etwas fehlt. So ein Ort, wo sich Jugendliche freuen, hinzugehen, sich treffen können, gemeinsam die Zeit verbringen und etwas irgendwie unternehmen, was halt nicht Geld kostet. Immerhin, es gibt ein Jugendzentrum mit pädagogischen Angeboten. Das zieht aber nur die Kleinen an. Der Große von Elisabeth Götze ist da rausgewachsen. So ab 14 wird es vielen langweilig in Lohr. Also ich bin von der Stadt schon stark enttäuscht, weil einfach diese Versprechungen gemacht worden sind und das nicht eingehalten wird. Und wenn man etwas zusagt, dann sollte man sich auch dran halten. Was man wissen muss, in Lohr gibt es ein Vorher und ein Nachher. Vergangenen September wurde in der Nähe einer Schule ein 14-Jähriger mutmaßlich von einem Gleichaltrigen erschossen. Die Stadt war erschüttert. Nach dem Vorfall hatte man den Eindruck, dass die Stadt sich sehr interessiert für die Jugendlichen und auch konkret nachgefragt hat. Und man hat dann Sachen beschlossen und auch mit den Jugendlichen zusammen Entscheidungen getroffen. Endlich sollten sie einen Raum bekommen. In diesem städtischen Gebäude. Einen zentral gelegenen, zwanglosen Treff zum unbeobachteten Zusammensein. Doch Bürgermeister Mario Paul ist die Idee jetzt doch zu heikel geworden. Was ist, wenn in diesem Raum, der offiziell zur Verfügung gestellt wird, irgendwas passiert? Man sich verletzt, Schlägereien oder irgendwas anderes gibt irgendwie. Dann ist die Haftungsfrage schnell gestellt und dann haben wir einfach festgestellt, diese sozusagen Verantwortung und diese Haftungsfrage, das können wir nicht übernehmen. Vielleicht ist ja ein cooler Treffpunkt im Freien machbar. Der alte Skaterplatz ist zentral, aber marode. Benjamin Horn weiß schon, warum hier kaum jemand mehr skatet. Wenn man einmal auf diesen rauen Boden hinfällt, schrammt man sich halt alles auf. Und da sind teilweise Fugen offen, da kann man halt leicht stolpern oder mit dem Skateboard hängen bleiben. Und es rollt halt auch nicht mehr so schön, wie es mal gerollt hat. Da muss man was machen, fand der Bürgermeister und stellte 500.000 Euro für die Erneuerung in Aussicht. Das war im November. Hab mich natürlich gefreut, dass da jetzt mal was vorwärts geht. Aber zu früh. Denn jetzt hat der Stadtrat noch mal darüber diskutiert und das Projekt hintangestellt. Von den 500.000 Euro sind 30.000 übrig für die Planung. Ob die Erneuerung kommt, ist wieder offen. Man sieht, wie viel wert wir dann der Stadt sind, wenn die das wieder weiter nach hinten verschieben. Große Klappe, aber dann irgendwie doch nicht. Skater-Ausrüstung kann man zwar kaufen in Lohr. Stadtrat Frank Solbert hat sich aber gegen die Erneuerung des Platzes ausgesprochen. Ich kann das auch nachvollziehen, dass sie enttäuscht sind. Aber wir haben als Stadt eine Prioritätenliste. Damit haben wir uns geeinigt, die abzuarbeiten. Und die ist erstmal für uns maßgebend. Aber kann ein Ereignis wie das im September die Prioritäten einer Stadt vielleicht verändern? Oder sollte es das sogar? Dass ein Skaterplatz keine Gewalttaten verhindert, weiß auch Stadtrat Thorsten Ruf. Trotzdem hat er dafür gestimmt. Denn es brauche Orte, an denen sich Jugendliche aufgehoben fühlen. Sein Sohn geht auf die Schule, wo der 14-Jährige erschossen wurde. Wir haben wirklich einen Teil der Gesellschaft irgendwie gefühlt vergessen. Man hat sich auch teilweise auch selbst schuldig gefühlt nach dem Vorfall, weil man gedacht hat, man hat einfach zu wenig getan. Na, und jetzt muss natürlich nach diesem Hallo-Wach-Effekt muss eben auch gehandelt werden. Da können wir jetzt nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Immerhin eine halbe Streetworker-Stelle ist jetzt ausgeschrieben.
Im April wird der Stadtrat wieder diskutieren, was Lohr seiner Jugend noch bieten kann.